Da haben wir eigentlich vorhin ganz gut harmoniert. Thank you.
Ich will heute 6-2, das ist glaube ich am Ende ausgegangen. Bist du zufrieden? Ja, mit mir selber bin ich auf jeden Fall nicht zufrieden. Da waren auf jeden Fall noch, sagen wir, 2-3 Chancen, die ich auf jeden Fall machen muss. Das ist klar. Daran werde ich auf jeden Fall Samstag wieder anknüpfen, dass es auf jeden Fall da besser läuft für uns. Klar haben wir trotzdem noch gewonnen, aber 2 Gegentore ist trotzdem, denke ich, zu viel. Und waren 2 Abwehrfehler, wo wir besser verteidigen müssen einfach. Aber wie gesagt, die Chancenverwertung muss auf jeden Fall besser werden jetzt in den nächsten Wochen. Ja. Das ist das nicht vielleicht normal, weil viele neue Spieler, Testspiele, alles, dass das Zusammenspiel noch nicht so ganz klappt? Ja, klar, das klappt natürlich nicht sofort, das ist klar. Aber ich denke trotzdem, die Tore fallen einfach zu leicht. Und vorne muss man einfach mit mehr Überzeugung auch die Dinger machen, das sagt Trainer auch. Und ich denke, da soll jeder noch mal ein paar Prozent mehr geben, um wirklich das Tor machen zu wollen. Da packe ich mir auch selber eine Nase heute. Aber wie gesagt, dafür ist die Vorbereitung da. Und deswegen werden wir jetzt Samstag dann weiter daran anknüpfen und am Saisonstart dann auf jeden Fall die Dinger alle reinzumachen, ja. Ich kann sagen, ist die Hälfte und Vorbereitung ungefähr um. Wo steht hier? Ja, ich würde sagen, es werden auf jeden Fall bestimmt noch ein paar Neuzugänge kommen, das ist klar. Ich denke, wir sind trotzdem auf jeden Fall schon weiter als am Anfang, das ist klar. Aber ich denke, da ist auf jeden Fall noch viel Luft nach oben und jetzt müssen wir die 2 Wochen auf jeden Fall noch nutzen. Und ja, werden wir auf jeden Fall Gas geben, dass wir dann am Saisonstart Rüdinghausen auf jeden Fall voll da sind. Ja. Schlanucke, heute 6-2 gewonnen. Bist du zufrieden mit dem Spiel? Ich glaube, dass wir mit dem Spiel so weit zufrieden sein können, dass wir 6 Tore gemacht haben. Hätten aber allerdings noch 2, 3, 4 mehr sein müssen. Und mit den 2 Gegentoren natürlich können wir nicht einverstanden sein gegen den Landligisten. Aber doch, ich glaube, dass wir in der ersten Halbzeit ganz gut gemacht haben. Aber zweite Halbzeit hätten wir noch ein bisschen mehr drücken können. Jetzt bist du jetzt neu bei Preußen, bist aber nicht neu hier in der Stadt, bist hier geboren, hast dein Vater hier noch gespielt. Ist das was Besonderes für dich, jetzt zu Preußen zu spielen? Ja, natürlich. Ich habe so gesehen ja auch die Fußstapfen von meinem Vater übernommen. Hoffe, die jetzt möglichst gut auszufüllen und bin natürlich stolz, den Adler auf der Brust zu tragen. Er hat, glaube ich, ein bisschen weiter vorne gespielt, ne? Ein bisschen weiter vorne, ja. Ein bisschen mehr Tore hat er schon geschossen, aber gut. Du hast jetzt in Lotte gekickt letzte Saison. Kennst also die Regionalliga? Was erwartet Preußen da? Was kannst du den Leuten so sagen? Doch, ich glaube, dass das eine sehr gute Liga ist, auch wenn es eine Regionalliga ist. Aber ich glaube, dass wir uns da als Münster nicht verstecken brauchen. Können da ganz gut aufspielen, glaube ich, und da auch möglichst viele Punkte dann holen. Was hast du dir persönlich vorgenommen für die Saison? Ich glaube, wie alle anderen auch, möglichst viel Spielzeit zu bekommen, der Mannschaft weiterhelfen zu können und dass wir dann am Ende vielleicht auch ein bisschen nach oben schielen können. Jetzt hast du ja immer so zentrales Mittelfeld gespielt, ist schon deine Position so. Eher Sechser oder eher Achter oder wie siehst du das? Doch, ich glaube, dass ich da im zentralen Mittelfeld vielleicht auch auf der Sechs, auf der Doppel-Sechs ganz gut aufgehoben bin. Habe in meiner Karriere schon die eine oder andere Position gespielt. Nie außen, weil ich dazu viel zu langsam bin, aber ja. Das ist ja nicht so schlecht, da gibt es ja andere Jungs. Ja, meine Aufgabe ist es dann, die Jungs zum Rennen zu bekommen. Und ja. Ja, Benni, zurück im Preußenstadion, wie war es für dich? Schön. Allein der Weg hier runter mit dem Auto, was man damals 4 Jahre gefahren ist, hat man schon viele Gedanken in sich ruhen lassen, wo man rückwirkend nochmal Revue passieren lassen hat in der kurzen Strecke. Hier runterzukommen, wollte schon in die rechte Seite gehen, in die Kabine, und dann bin ich doch links abgebogen. Ein sehr, sehr schönes Gefühl, einfach wieder hier zu sein. Wie fandst du das Spiel? Ja, war ja klar von Anfang an, dass wir wenig Ballbesitz haben. Ich glaube, erste Halbzeit haben wir eigentlich ganz gut agiert. Die Jungs sind noch lernwillig und haben das eine oder andere Mal nicht verstanden, den Ball zu verteidigen, aber im Großen und Ganzen sind wir vom SV Herbern sehr, sehr zufrieden mit dem Ergebnis und auch das, was die Jungs über 90 Minuten geleistet haben. Das ist jetzt deine erste Trainerstation, deine erste Vorbereitung sozusagen. Sagst du, mit dem Fußball hast du jetzt komplett aufgehört als Kicker, sondern du trainierst jetzt nur noch? Ja, ich habe ja einige Trainer auch hier bei Preußen durchlaufen, vieles mitnehmen können und jetzt hoffe ich, dass ich das Beste daraus gezogen habe, was mir die Trainer mit auf den Weg gegeben haben. Das versuche ich jetzt in meiner ersten Trainerstation beim SV Herbern umzusetzen. Hast du dann Ziel? Wollt ihr aufsteigen, vielleicht in die Verbandsliga oder erstmal Landesliga halten? Was ist da so das Ziel? Nein, wir haben keine Ziele. Wir haben Ziele so formuliert, dass wir die Jungs formen wollen. Wir wollen die fußballerisch weiterbringen. Wir haben keine Ziele, dementsprechend aufzusteigen. Wir wollen natürlich nicht absteigen. Gut, das ist gut. Was hast du denn für Ziel als Trainer? Erstmal nur so ins Trainergeschäft einsteigen oder hast du irgendwann Ziel, auch mal höherklassig irgendwann aktiv zu werden in näherer oder fernerer Zukunft? Ja, auch jetzt diese Corona-Geschichte, die ja jeder kennt, ist meine nächste Trainerausbildung hops gegangen. Konnte mich dann nicht mehr anmelden für den nächsten Trainerschein. Aber ich bin frohen Mutes, dass der nächste Trainerschein noch kommen kann. Und dann bin ich eine Stufe höher und kann auch eine Stufe höher trainieren.
ja, hab ich mir schon als kleines Ziel gesetzt, so ein bisschen in die Trainergeschichte mit reinzuschnuppern und wie gesagt, eine Landesliga-Mannschaft anzufangen, ist glaube ich nicht verkehrt. Ziele habe ich mir gesteckt und die werde ich auch weiter verfolgen. Letzte Frage, du hast die Preußen-Mannschaft gesehen, wie schätzt du sie ein für die Regionalsaison? Ich muss sie ja nicht einfach werden. Ja, ich habe jetzt auch ein Spiel von Essen mal gesehen, muss man fairerweise sagen, die sind eingespielt, da kennt jeder jeden, ist schon was anderes, aber was sie jetzt bis jetzt gezeigt haben, darauf lässt sich auf jeden Fall aufbauen. Klar muss der eine oder andere noch verpflichtet werden, das weiß jeder. Ich hoffe natürlich, dass hier auch noch einiges passiert. Von daher, also ich bin gut zufrieden, was jetzt da ist, aber es kann auf jeden Fall noch mehr kommen. Da muss sich auch der Verein ins Zeug legen, weil eine Regionalliga ist nicht dritte Liga. Regionalliga ist noch härter, was die Zweikämpfe angeht, noch intensiver, was das Spielen angeht, was das Fußballerisch angeht. Und wenn man dominiert Fußball spielen möchte, dann braucht man auch eine gewisse Qualität. Die hat Preußen, aber die muss noch ein bisschen forciert werden. Und ich hoffe natürlich auch jeden Tag, dass der ein oder andere Spieler hier zu Preußen Münster kommt. Und ich verfolge das mit sehr großen Augen und mit sehr viel Erwartung. Preußen Münster für mein Herzen. Oh. Preußen Münster für mein Herzen.